Ja, neuer Tag im Südharz und jetzt geht's in die Einhornhöhle. Da freut sich Annika schon ganz besonders drauf. Ich weiß nicht, ob wir da Videos machen dürfen, groß oder wie auch immer, also bestimmt. Aber viel erzählen werde ich da wahrscheinlich dann nicht, sondern nur ein paar Videosequenzen und schöne Fotos werden wir machen. Und die werden wir dann einblenden. Also, denke ich, wird es ein relativ kurzes Video. Auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wir freuen uns auch schon und sind ganz gespannt. Mhm. Hast du noch was? Nein. Okay, dann viel Spaß dabei. A few moments later. Ja, jetzt sind wir gerade raus. Wir haben die Höhlentour schon hinter uns. Leider durften wir keine Fotos machen und auch nicht filmen. Ja, es hat sich definitiv gelohnt. Also es war wirklich schön gewesen da drinnen. Ganz schön kalt auch. Ja, willst du ein bisschen was erzählen? Also es ist, die Höhle hat jetzt schon eine ewig lange Geschichte. Der konnte auch gar nicht sagen, wann sie entdeckt worden ist. Weil sie schon immer da ist. Also Menschen haben da schon immer irgendwie Zugang gehabt. Und ja, Fakt ist, Einhörner gibt es leider wirklich nicht. Das Einhorn, was da gefunden worden ist, das hat der Herr Leibniz gefunden. Also er hat die Knochen gefunden und hat sie irgendwie zusammengesetzt. Aber die Knochen waren, glaube ich, von 4 verschiedenen Tieren oder so, hat er gesagt. Ja, irgendwie sowas. Naja, also hat da leider kein Einhorn gefunden. Naja. Ja. Es ist auch eines der bedeutendsten Naturdenkmäler ganz Europas. Ja. Weil da irgendwie die ganze Menschheitsgeschichte letztendlich vergraben ist. Weil oben durch das Loch, sage ich mal, der eigentliche Eingang der Höhle, da ist halt alles durchgefallen. Ne? An Tieren, an weiß ich was. Die Menschen haben da schon immer halt, wie schon gesagt, Zugang gehabt. Und alles ist unten in dem Lehmboden quasi enthalten. Konserviert. Und konserviert, genau. Also richtig faszinierend. Man ist nur irgendwie oben halt ein Stück an der Decke sozusagen langgelaufen. Und eigentlich ging es teilweise noch bis zu 30 Meter weiter runter, aber war halt bedeckt mit Lehmboden. Sehr faszinierend auf jeden Fall alles. Also kann man sich definitiv angucken, auf wenn man mal hier Fall. In der Nähe ist. Und die hat einfach auch so eine große Geschichte. Viele, also alle großen Namen der deutschen Geschichte waren da irgendwie schon gewesen. Ja. Also muss man sich angucken. Goethe, Schiller und so weiter. Also echt ein Ding. Könige aus England waren hier und weiß ich, wer das alles besucht hat. Also das war wirklich sehr sagenumwoben, ja. Die ganze Geschichte hier. Auch mit Caesar hat er so ein Stück weit Geschichte da drin. Also echt ein Hammer. Auch wie die Kritzeleien an den Wänden teilweise entstanden sind und alles. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann müsst ihr einfach selber mal herkommen. Definitiv super. Und ja, kurzes Ding. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Auch wenn wir leider keine Fotos machen konnten aus der Höhle. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.